alle vier bitte. Ich brauche genau vier. Meine Inzesthäschen. Eins, zwei, drei. Wo ist der vierte? Hey zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Paradise. Und wie ihr seht, habe ich mir hier schon ein kleines Plätzchen rausgesucht, auf dem ich jetzt den Hasenstall bauen möchte. Es ist leider ein relativ kleines Fleckchen geworden. Ich habe auch überlegt, ob ich hier den Weg vielleicht so ein bisschen versetze, so ein bisschen darüber versetze, dass ich hier ein bisschen mehr Platz für den Stall habe. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich mache das jetzt einfach mal, ganz dreist, wie ich hier bin. Ah, jetzt hat, ja gut, jetzt mache ich von Hackmi natürlich hier die ganzen Lämpchen kaputt. Das ist nicht mein Wille. Doch, es ist mein Wille. Eigentlich ist genau das mein Wille. So, jetzt mache ich nämlich den Weg mal ein bisschen herüber. So, sechs Stück habe ich. Sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe doch keine Ahnung, Leute. Jetzt müsste ich hier nur irgendwie noch so Dinger hinpacken, dass man hier hochgehen kann. Mache ich später. Jetzt würde ich ganz gerne hier noch die Erde wegmachen. Mein Sound ist irgendwie heute ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, woran das liegt. So, jetzt habe ich ja ein kleines bisschen mehr Platz für den Hasenstall. Ich denke mal, damit kann man arbeiten. Und es wird natürlich schon wieder Nacht. Das macht aber nichts. Dann gehe ich einfach zu Hackmi rein und lege mich in mein Bettchen. Weil er hat ja auch so ein kleines, feines Heim für mich da errichtet. Bei sich oben in der Wohnung irgendwie. Mein Equipment macht heute komische Geräusche. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht hört ihr das ja. Ich habe keine Ahnung. So. Ah. Ausgeschlafen. Geht es jetzt frisch ans Werk. Und wir bauen den Stall. Für die Häschen. Es kann sein, dass meine Tastatur irgendwie ziemlich laut ist. Kann das sein? Ich weiß es nicht genau. So, jetzt muss ich erstmal kurz versuchen, au, zu überleben. Aua, aua, nicht hauen. Mann, schau zurück. Alter. So, das kommt noch weg, das ist noch im Weg. Ist alles hier nicht schön, aber selten. Das sieht natürlich jetzt total hässlich aus. Deswegen tun wir mal so, als wäre das hier schon immer so gewesen. Was zum... Ah! Verdammt, noch eins! Hilfe! Nein! Ach Mann! Ist es denn wahr? Was macht ihr denn? Jetzt hat die mich natürlich volle Möhre getroffen und ich bin vergiftet. Und das für... naja gut, nicht mehr so furchtbar lange. Aber ist schon nervig so. Ich esse mal was. Nicht, dass ich hier Captain Unlucky noch Konkurrenz mache und in meiner Folge hier sterbe. Das wäre nicht ganz so cool. Dankeschön, die Vergiftung ist schon mal weg. Die Langsamkeit habe ich aber immer noch. Wo ist mein Bogen? Irgendwie ist das Ganze doch schwieriger, als ich mir das vorgestellt hatte. So, erst schon mal Monster klatschen hier, ne? So. Wo ist die verdammte Hexe hin? Ist egal, habe ich halt einen Pfeil jetzt verschwendet. Das ist irgendwie blöd. So, da ist sie. Komm her. Komm her. Komm her. Los. Jetzt hat die mich wieder vergiftet. Ich krieg zu viel. Ich bin zu blöd, um dieses scheiß Viech zu töten, Mann. Wetten, diesmal bin ich richtig ordentlich. Ja, na gut, was heißt ordentlich? Aber es ist schon nicht ohne Hilfe. Nein. Das Problem ist, wenn ich hier draußen jetzt bleibe, dann... ja gut, 5 Level sind jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber wäre schon scheiße, wenn mich jetzt irgendwas töten würde hier. Hallo, Vergiftung, bitte, danke. 3, 2, 1. Oh Gott. Okay, ein halbes Herz noch. Ich bin jetzt einfach mal ganz mutig und bleib hier draußen, weil ich endlich mit meinem verdammten Hasenstall anfangen will. Ich guck mal, ob ich hier so ein bisschen zurechtlegen kann, wie groß der werden soll. Ich hoffe, ihr habt nicht auch diese komischen Soundbugs drin. Das klingt nämlich ziemlich nervig.
Ja, ich denke, damit kann man arbeiten. Dann werde ich hier jetzt einmal den Boden auslegen. Ein Hasenstall mit Boden, ist das nicht totaler Blödsinn? Natürlich ist das totaler Blödsinn. Ich werde hier eher Wiese lassen. Mache ich das einen weiter runter? Ich mache das nicht weiter runter. Ich mache das jetzt einfach. Ich hätte das anders machen sollen. Wartet ganz kurz, ich mache das anders. Ich mache das nämlich folgendermaßen und zwar so. So, damit lege ich jetzt den Rand des Hasenstalls mal aus. Zack, 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 zack. Weg damit. Zack, 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 zack. Und zack, zack. Und jetzt kann ich die Erde hier einfach wieder hin platzieren. Ich hoffe, dass das Gras sich jetzt hier wieder verteilt. Sonst habe ich nämlich einen ganz blöden Fehler gemacht. Ups. Ja, ne? Also, so viel zu den Umrissen des Hasenstalls. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich eventuell einfach Zaun hier drumherum mache und dann. Ups. Ja, jetzt schwebt der Zaun natürlich in der Luft. Das ist sehr geil. Ja. Ich würde sagen, den Eingang des. Irgendwie sieht das blöd aus. Hier kann das sein. Ja, kann sein. Mache statt nämlich noch hier hin. So, da, zack. So, Moment. 1, 2, 3, meins. Irgendwie sind die Bäume noch ein bisschen im Weg hier. Ich muss den Baum leider noch abholzen hier. Und ich muss dringend was essen. Weil sonst sterbe ich wahrscheinlich wieder. So, jetzt muss ich noch warten, bis der Baum sich hier verflüchtigt. Der ist, glaube ich, auch noch ein bisschen im Weg. Ich kann ja. Ich holze die erstmal alle ab, wenn die später dann doch nicht im Weg sein sollten. Ich kann ja immer noch neue Bäume pflanzen, ne? Ist ja alles nicht so das Problem. So. Gut. Für vier Hasen brauche ich eigentlich gar keinen so wahnsinnig großen Stall, aber ich möchte. Einfach weil. Und so. Wisst ihr Bescheid, ne? Erstmal her wieder. Ich glaube, ich mache den doch um eins größer hier. Wenn der Baum nämlich erstmal weg ist hier, mal weg, 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 weg. Jetzt könnte ich eine Schere brauchen. Mache ich dann einfach mit den Saplings hier weg, weg, weg. So. Wie gesagt, der Sound hört sich bei mir ziemlich komisch an. Ich hoffe, das ist bei euch nicht der Fall. Jetzt gehe ich mal mit den Dingern hier noch ein weiter rüber. Zack, 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 zack. So. Ah, jetzt habe ich natürlich keine mehr. Super. Richtig gut. Ist egal, wir haben ja nicht umsonst Gedöns mitgenommen, ne? Wisst ihr Bescheid? Boah, Leute, das mit dem Reden ist heute echt schwierig. Ich merke schon. Ist nicht so einfach wie erwartet. So. Ich rede einen Bullshit hier vor mich hin. Das ist ja nicht mehr normal. So. Das mache ich hier. Dann kann ich auch die normalen benutzen jetzt. So. Zack, zack. Zack, zack, zack. So, dann kann ich hier nämlich den Zaun draufsetzen. Gut. Dann mache ich den hier wieder weg. Das ergibt alles voll Sinn, was ich hier tue. So, dann packe ich hier nämlich den Zaun drauf. Ich hatte mir eigentlich alles schön zurechtgelegt, was ich hier benutzen wollte. Und jetzt wird das irgendwie der totale Mumpitz. So. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. So, dann kann man hier den Eingang machen, aber das Gras breitet sich weiter aus. Das ist sehr schön.
Und hier hinten kann man dann eventuell noch so ein kleines Außengehege hinpacken, wenn man dann irgendwann möchte. Mal schauen, was sich so ergibt. Ich glaube, ich mache das noch einen höher hier mit dem Zaun. Das geht natürlich nicht, weil ich zu nah dran stehe. So, jetzt geht's aber. Komm schon. Der will natürlich wieder nicht. So, jetzt. Zack, und zack, und zack, und zack. So und so und so. Und so. Und nein, nicht so. Ja, doch, gut. So geht auch. Jetzt komme ich hier noch nicht mehr durch. Weg da. So, kann man hier theoretisch noch sowas hinpacken? Nein, das jetzt ist das jetzt allerdings doch nicht so, wie ich das gerne haben möchte. So. Dann hat man hier einen schönen Eingang zu dem Hasengehege. Packe ich hier noch ein bisschen Schaufel, 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 Schaufel. Da. Nein, Schaufel, danke. So, kann ich hier noch so einen kleinen Weg hinpacken, dass man hier dann eventuell zu dem Stall hoch kann. Und dann fehlt nur noch ein Dach, würde ich sagen. Dafür hatte ich eigentlich auch die Treppen vorgesehen. Ich muss jetzt nochmal gucken, wenn ich jetzt, ich muss mal irgendwie da hochkommen. Zack. Ich habe auch noch Hochholz. Warum habe ich denn. Ach nee, das Eichenholz ist jetzt von dem, als ich die Bäume abgebaut habe, richtig? Richtig. Jetzt habe ich natürlich wieder keine Schlepps mehr. Keine Holzschlepps. Mache ich hier einfach nochmal so ein paar. Weil ich würde ganz gerne erstmal hier oben so Schlepps draufstellen, setzen, stellen. Irgendwie so. Hier hört man die ganze Zeit das Ploppen der Eier, weil Hackmi seine Hühnerfarm hier nebendran hat. Das ist das erste Mal, dass ich in einer Folge richtig produktiv bin, Leute. Es ist ja schon fast nicht mehr zu glauben. So. Und dann würde ich ganz gerne, weil es so schön ist, hier so noch eine Reihe oben drauf packen. Und dann gucke ich mal, ob ich dann Treppen draufsetzen kann, ob das gut aussieht. Ich hoffe es auf jeden Fall. Alles andere fände ich blöd. Es ergibt voll Sinn, was ich hier rede. Kann das sein? Ganz bestimmt. Jetzt habe ich keine Schlepps mehr, Mann. Oh. Muss schon mal neue Schlepps machen. Neue Schlepps, gib mir Schlepps. So. Ja. Das nervt noch ein bisschen, dass man hier mal runterfällt. So, jetzt wird es schon wieder dunkel, Leute. Habe ich schon so viel gebaut hier, dass es schon wieder dunkel wird. Jetzt muss ich natürlich. Toll. Zack, ja, ich weiß. Weg, weg, weg. Und zack. Ah, dieser ist da oben. Ja, gut. Zack. Und zack. Und ja. Wonderful. Jetzt habe ich natürlich wieder nichts gegessen. Ja, gut. Also sterben werde ich wahrscheinlich nicht. Höchst vermutlich. Weg. So, noch einmal schlafen gehen beim lieben Hagmi. Weil. Und so. Ich laber totalen Mist. Das ist das Problem, wenn man. Wenn man baut und gleichzeitig redet. Da kommt nur Mist bei rum. Wirklich. Ich habe das auch noch nicht so drauf mit dem Nebenherreden. Ich muss zugeben, dass ich da echt noch ein bisschen Übung brauche. So, jetzt sind hier natürlich wieder Monster ohne Ende und ich sterbe wahrscheinlich wieder. Das heißt wieder, ich bin noch gar nicht gestorben. Ha! Ich habe es noch geschafft zu überleben. So, jetzt versuche ich das mal mit den. Ha, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Da ist schon der Erste. Übeltäter. Ach, da ist der Nächste. Hey! 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 Mach keinen Scheiß. Ah. So. Müsste ja jetzt eigentlich gut sein. Nimm, nimm, nimm. Jetzt versuche ich mal. Hier wieder mit der Schlepps ist blöd. Nehme ich lieber hier die Rohholzdinger.
Weil dann sehe ich wenigstens auch genau, dass die da eigentlich nicht hingehören. So. Ah, jetzt kann ich ja hier einfach vier Treppen hinsetzen und dann ist gut. So, zack. Und zack. Und das ist jetzt blöd, weil hier ist Scheiße und so. Kann ich das? Geht das überhaupt? Wenn ich das jetzt hier so. Wartet. Ich das jetzt so da dran. Ja, perfekt. Na, ist Stadt nice oder ist Stadt nice, Leute? Müsste ich hier oben eigentlich noch so viel Fackeln hinpacken? Nein, Quatsch. Das ist totaler Blödsinn. So, aber damit hätte ich jetzt theoretisch den Hasenstall fertig. Jetzt packe ich, wartet, 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 wartet. Schaufel. So, jetzt packe ich da noch eine Leiter hin. Und. Gefällt mir nicht hier. Gefällt mir nicht. Gefällt mir überhaupt nicht. So, geht das so? Sieht das halbwegs gut? Das sieht total bescheuert aus, oder? Was ist, wenn ich das so mache? Ich glaube, das könnte genauso bescheuert aussehen. Ist irgendwie. Ach, wartet, jetzt habe ich zu viel Erde weggemacht. So. Zack. Ja, ich glaube, das könnte gehen. Das könnte. Ja. Gut, dann hole ich jetzt noch die Häschen hier rüber. Wie lange habe ich eigentlich schon aufgenommen? Ich habe wahrscheinlich wieder hoffnungslos überzogen. Ist mir vollkommen Wurst. Erstmal meinen ganzen Stuff loswerden und dann hole ich die Häschen mal hier rüber. Psst, kann ich auch. Dann hole ich die Häschen mal hier rüber. Mit den Karotten. Karottenbauer. Was mache ich denn eigentlich, wenn ich die Quest abgeschlossen habe? Muss ich dann hier irgendwas hinmachen? Angenommen, Jaricho, ich mache dann dahinter einfach abgeschlossen oder so. Mache ich ein Schild hin. Ich wollte sowieso noch Schilder machen, weil ich muss ja den Hasenstall auch irgendwie kennzeichnen. Nein, hier wollte ich hin, weil Karotten. Pflanzengedöns packe ich mal. Nein, das nicht, aber das hier packe ich da mit rein. Oh, Wasserläufer 1. Nice. Ups. Das war so nicht geplant. Ich wollte da eigentlich ran. Okay. Den Dirt packe ich natürlich dahin, wo er hingehört. Und dann auf geht's. Häschen Umziehaktionsgedöns. Warum steht hier eine Treppe? Ich habe keine Ahnung, warum hier eine Treppe steht. So, Häschen. Dann kommt mal alle mit. Seid mal lieb, folget mir. Hallo, allesamt bitte. Geht mal weg. Ich will euch nicht hauen. Vorsichtig. So. Achtung. Zack. So, jetzt dürft ihr mal alle folgen und huldigen. Alle vier bitte. Ich brauche genau vier. Meine Inzesthäschen. Eins, zwei, drei. Wo ist der vierte? Hallo? Ich habe wie im Kindergarten hier. Immer durchzählen, meine Lieben. Sind alle da? Jawohl, alle da. So, folget mir. Auf in euer neues Heim. Wir sind mir wieder am Hintern kleben. Ich finde das so gut. Kann ich eigentlich rennen? Ich glaube, ich kann auch rennen. Die sind so nah hinter mir, das funktioniert. Jetzt ist natürlich das Problem, dass hier dieser blöde Zaun ist. Nicht, dass die drumherum hüpfen. Nein? Okay, sehr schön. Ja, dann bitte nicht ins Wasser hüpfen, bitte nicht ins Wasser hüpfen, bitte nicht ins Wasser hüpfen, bitte, 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 bitte. So, folgt mir. Nein. Oh, Schwein gehabt. So, jetzt alle hinter mir her, in Reih und Glied, auf Marsch hier rein. Einmal durchzählen, 1, 2, 3, 4, alle da. Ist perfekt. Ist geil. Jetzt habe ich natürlich kein Soundtor dabei, um das hier zuzumachen. Ist egal, ich nehme einfach genau das. So, bis ich ein Soundtor habe. So, damit haben wir einen Hasenstall mit vier Hasen. Quest abgeschlossen. Ich werde jetzt ganz kurz noch ein Zauntor holen. Von der anderen Seite, ich meine, ich hätte da ein Zauntor dran gemacht. Und dann werde ich zur Feier des Tages
Noch das Schild da dran machen mit Quest abgeschlossen. Ja, damit hätte ich die nächste Folge quasi dann auch beendet. Ich wollte das Zauntor holen. Warum zum Henker renne ich jetzt hier rein? Weil ich es kann. Ganz einfach, weil ich es kann. Da ist das Zauntor. Gib mir das. Heilige Scheiße. Um Gottes Willen. Habt ihr das gehört? Das war ja wahnsinnig laut. So. Die Treppe nehme ich jetzt auch mit. Warum auch immer die hier stand. So, du kommst auch mit. Und dann Zauntor noch anbringen. Nein, ich werde das Schild erst anbringen, wenn die Quest tatsächlich abgeschlossen ist. Ich bin schon wieder fast am Verhungern hier. Seht ihr, so steigere ich mich in diese Quests rein, dass ich total das Essen vergesse und einfach fast sterbe. Nein, das ist schon gut. Ich werde jetzt Zauntor da. Und zack. So. Sieht zwar noch ein bisschen sehr eingefärbt aus, aber ich weiß, ist vielleicht auch nicht unbedingt der schönste Stall. Aber es ist eine, also. So. Hasenstall. Der Hasen seien es vier an der Zahl. So soll es sein. Halleluja. Einfach. Just for the rules. So, ich nehme meine Workbench wieder mit. Und eigentlich würde ich die gerne noch einmal wenigstens Babys machen lassen. Aber es sollen vier sein und es sollen jetzt erstmal auch vier bleiben. Damit ist diese Quest abgeschlossen. Ich weiß, dass ich überzogen habe. Ich bin mir da tausendprozentig sicher. Aber das ist mir jetzt vollkommen egal. Ich überziehe grundsätzlich. Habe ich überhaupt irgendeine Zeitangabe, die ich mal einhalte? Nein, natürlich habe ich die nicht. So. Jetzt müsste ich ja eigentlich wie bei den Online-Games so einen Questmarker einfügen. Mit Pudding, Quest abgeschlossen. Naja, was soll's. So. Quest abgeschlossen. Fertig. Sehr schön. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Hasenstall gefällt euch wenigstens ein kleines bisschen. Ich habe mir ganz doll viel Mühe gegeben. Und ja, derjenige, der mir diese Quest gegeben hat, beziehungsweise uns in Paradise diese Quest gegeben hat, Xonix, fühle ich angesprochen, darf mir ja mal in die Comments schreiben, wie er den Hasenstall jetzt findet, ob ich ihn noch verändern soll. Ich kann ihn natürlich noch verändern, ist kein Problem. Ich wollte ja, wie gesagt, auch noch ein Außengehege drumherum bauen. Ist alles kein Thema. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Däumchen nach oben da. Das wäre sehr, sehr lieb von euch und es würde mich sehr freuen. Abonnieren nicht vergessen und schaut auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung. Da sind wichtige Links drin. Unter anderem die Links zu sämtlichen Jungs, die hier in dem Projekt mitmachen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!